Herzlich willkommen zur EMO 2023. Wir präsentieren Ihnen hier das gesamte Spektrum PC-basierter Steuerungslösungen für die Produktionstechnik von morgen. Mit dabei natürlich TwinCAD CNC, unser modulares All-in-One-System für alle Technologien. Ganz gleich, ob Schleifen, Erodieren, die additive Fertigung oder eben die Zerspanung. Und genau dafür haben wir eine spannende Erweiterung im Gepäck. Unser neues Technologiepaket TwinCAD CNC Milling Base. Dies beinhaltet Zyklen, die die typischen Bewegungsvorgänge der dreiachsigen Fräs- und Bohrbearbeitung in einfache Bausteine kapseln. Angefangen vom einfachen Senken und Bohren über das Taschen- und Zapfenfräsen bis hin zum Fräsen frei programmierter Konturen, inklusive automatischer Restmaterialentfernung. Die Programmierung wird durch ein einheitliches Parametermodell und die Möglichkeit, einzelne Zyklen zu gruppieren, erheblich vereinfacht. Dabei tragen sämtliche Zyklen den Erfordernissen der Zerspanung Rechnung. So lassen sich alle bearbeitungsrelevanten Kenngrößen einfach parametrieren. TwinCAD CNC berechnet daraus die optimalen Verfahrwege. Mit unseren Bearbeitungszyklen lassen sich also solcherlei Werkstücke sehr einfach programmieren. In einer modernen Fertigungsumgebung müssen sie aber auch automatisch erkannt und beurteilt werden können. Unsere Produkte dafür stellt Ihnen nun mein Kollege Bernd vor. Vision-Applikationen für Prüf- und Steuerungsaufgaben sind nun direkt in der SBS nutzbar. Ergänzend zu unserer softwareseitigen Einbindung von TwinCAD Vision ist nun auch die Vision Hardware durch die direkte Integration von EtherCAT unmittelbar ein natürlicher Bestandteil der Maschine. Zum Beispiel an unserer funktionalen Zusammenfassung der Unit von einer Kamera, einer Multifarbbeleuchtung und einer elektronisch fokussierbaren Optik sind nun all diese Parameter zur Laufzeit durch die SBS an ein sich wechselndes Produkt anpassbar. Die Bilddaten werden selbstverständlich ebenfalls an die SBS übertragen, dort ausgewertet, um unmittelbare Reaktionen auslösen zu können. Julian, wie gehen wir aber nun mit dieser wachsenden Datenflut all dieser Geräte im Produktionsumfeld um? Ja, Bernd. 2019 war Omati bereits ein großes Thema. Heute steht diese Initiative für eine wachsende Community mit dem Ziel, branchenübergreifend offene Schnittstellen zu etablieren. Und zwar auf Basis von OPC-UA. Angefangen 2007 mit einem OPC-UA-Server direkt in der Steuerung, bieten wir heute eine Vielfalt an Produkten für OPC-UA an. Darunter den TwinCAD OPC-UA Node-Set Editor. Eine Software, die die einfache Nutzung von Companion-Spezifikationen, wie zum Beispiel Machine Tool, in TwinCAD ermöglicht. Darüber hinaus können auch eigene Node-Sets und Maschinendaten individuell und flexibel verknüpft werden. Wie Sie sehen, liebe Zuschauer, unsere offene PC-basierte Steuerungsarchitektur ist die Basis für viele spannende und innovative Produkte. Unser MX-System gehört ganz sicher dazu. Es bietet dem Maschinen- und Anlagenbauer eine Plattform zur vollständig schaltschranklosen Automatisierung und das unter Beibehaltung der für Beckhoff so typischen Offenheit. Besuchen Sie uns hier in der Halle 9 auf der EMO oder informieren Sie sich auf unserer Webseite über das MX-System und unsere anderen Produkte. Dort finden Sie auch die Kontaktinformationen zu unseren lokalen Vertriebsbüros. Wir freuen uns auf das Gespräch.